Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Du kannst nicht mehr mit deinem scheiß Internat. Ich wollte sowieso nicht her. Aber Papa will doch nur dein Bestes und ich auch. Wer bist du eigentlich? Meine Schwester oder meine Mutter? Das war fantastisch. Oh. Wenn ich will, gewinne ich diesen Laugenpieper-Wettbewerb aus dem Stand. Etwa mit einem von diesen Krüppelkürbissen aus eurem Schulgarten? Da gewinne ich ja noch eher. Verdammte Scheiße, der Kürbis ist weg. Was? Kann es sein, dass du meinen Lieblingspullover bei 1000 Grad gewaschen hast? Der passt jetzt einer Barbie. Wir haben vereinbart, dass du dich ab jetzt um die Wäsche kümmerst und ich mich um die Küche. Ja, doch. Dann gilt unsere Abmachung ab jetzt für mich auch nicht mehr. Wie sieht's hier eigentlich aus? Hat dich deine Tochter verlassen? Schlimmer. Schlimmer. Sie streikt. Diese Küche ist ein Fall für Frau Schmalfuß. Was machen Sie denn hier? Ich bin die neue Haushälterin. Wird wirklich Zeit, dass hier jemand für Ordnung sorgt. Aber... Ich nehme an, du bist Dorothee. Guten Tag. Ich bin Frau Schmalfuß. Am besten, du zeigst mir erst einmal, wo der Staubsauger, die Putztücher und Mittel sind. Da hinten um die Ecke. Danke. Ich denke, alles andere finde ich alleine. Wollen Sie jetzt echt auch hier den Hausdrachen spielen, ja? Deine Mutter hat mich darum gebeten. Deine Mutter? Ja. Frau Schmalfuß putzt seit einem Jahr gnadenlos ihre Hütte. Wenn die Damen vielleicht so freundlich wären, ihren Plausch woanders fortzusetzen. Moment mal, das ist immer noch mein Zuhause. Da kann ich mich aufhalten, wo ich will. Aber nicht solange dein Vater für jede Minute, die ich hier bin, teures Geld bezahlt. Was er sich im Übrigen sparen könnte, wenn seine Tochter ihren weiblichen Pflichten nachkäme. Ich glaube, ich spinne. Hat mein Vater das so gesagt? Nicht direkt. Bitte. Meine Zeit läuft. Doro, komm, wir gehen in dein Zimmer. Ich lass mich doch nicht so einfach vertreiben. Doro, komm schon. Hallo? Wartet mal. Sorry, wir haben überhaupt keine Zeit. Dorothee, darf ich fragen, wo du hingehst, damit ich deinem Vater sagen kann, wo du bist? Sie dürfen gar nichts. Oder werden Sie vielleicht noch als mein Kindermädchen bezahlt? Mist, wir hätten so gute Chancen beim Wettbewerb gehabt. Wisst ihr, was ich glaube? Was denn? Der liebe Kevin hat sich wirklich den Kürbis unter den Nagel gerissen. Glaube ich einfach nicht. Nach der Aktion mit dem Unkraut? Ja, gerade deswegen. Niemand vermutet, dass er es ein zweites Mal wagt. Wenn er es war, ist das sein Ende. Hallo ihr drei, gut, dass ich euch treffe. Herr Dr. Stolberg möchte einen Halloween-Projekttag veranstalten. Rund um den Kürbis sozusagen. Und dazu hätte er gern unser Prachtexemplar. Das geht leider nicht. Der Kürbis ist verschwunden. Wie bitte? Seit wann denn? Ja, das wissen wir auch noch nicht genau. Heute Morgen war er jedenfalls noch da. Moment. Vielleicht hat Dr. Stolberg den geholt. Der war ganz begeistert von seiner Idee. Was für eine Idee? Hab ich doch gerade erzählt. Er möchte einen Projekttag mit euch machen und das Kürbisinnere unter die Lupe nehmen. Heißt das, dass er ihn aufschneiden will? Ja. Na, vorausgesetzt, er hat ihn. Aber vorher bekommen wir ihn und berechnen das Volumen. Tschüss, schönen Tag. Stolberg oder Kevin? Das ist dir die Frage. Hi. Was glotzt denn so blöd? Lass die Finger von Paul. Naja, was soll denn das heißen? Du weißt genau, was ich meine. Es gibt genug andere Jungs, mit denen du rummachen kannst.
Sag mal, spinnst du? Erstens hast du mir gar nichts vorzuschreiben und zweitens haben wir nicht rumgemacht, sondern haben geprobt. Ist mir doch egal, wie du es nennst. Auf jeden Fall hat Paul Wichtigeres zu tun, als mit dir rumzuhüpfen. Paul ist doch alt genug, um selber zu entscheiden, was gut für ihn ist und was nicht. Nein, ist er nicht. Sag mal, bist du der liebe Gott? Und was ist, wenn Paul einfach nur Spaß am Tanzen hat? Das bringt ihn auch nicht weiter. Wenn er die Probezeit bestehen will, dann muss er pauken. Soll ich dir mal was sagen? Paul ist super talentiert als Tänzer. Und zum Tanzen braucht man keine Mathematik. Sag mal, bist du jetzt völlig plemplem oder was? Nur weil du die ganze Zeit nur an dein blödes Ballett denkst, muss Paul nicht gleich Tänzer werden. Und wieso nicht? Weil er einfach... Naja, weil du denkst, dass Paul dein Eigentum ist. Ist er aber nicht. Ach, lass mich doch in Frieden, du möchtest gern prima Ballerina. Meinen Respekt. Ich bin begeistert, Frau Schmalfuß. Man könnte glatt vom Fußboden essen. Das ist doch nicht der Rede wert, Herr Doktor. Ich finde, bei einem Zahnarzt muss es auch privathygienisch aussehen. Ach, wissen Sie, wir Zahnärzte sind auch nur Menschen. Ich habe übrigens noch die Wäsche gemacht und eine Kleinigkeit zu essen vorbereitet. Hi. Hi. Na, dann schauen wir mal, was Frau Schmalfuß für uns gezaubert hat. Danke, mir ist schon schlecht. Dann eben nicht. Ist das okay? Danke, Herr Doktor. Ich glaube, an Sie könnte ich mich glatt gewöhnen. Ja. Bis morgen dann. Ja. Auf Wiedersehen. Soll das etwa heißen, die kommt jetzt jeden Tag? Wenn ja, dann hast du mich die längste Zeit hier gesehen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Frau Schmalfuß ist doch... Ein Drachen. Frag Anna. Die ist nicht zuletzt wegen der Klumpfuß aufs Internat geflohen. Bleib sachlich, ja? Frau Schmalfuß nimmt uns beiden lästige Arbeit ab, oder? Dir vielleicht. Für mich ist die Küche keine lästige Arbeit. Also ganz was Neues. Es ist aber so. Ich habe mit unserer Vereinbarung keine Probleme. Dir geht es doch nur darum, dass du dich drücken willst. Ich mach das nicht mehr länger mit. Och Gott, mir kommen die Tränen. Und knall die Tür bitte leise zu, ja? Sag mal, wo hast du eigentlich so gut tanzen gelernt? Ich? Wieso? Na, hattest du nie Unterricht oder sowas? Nee, aber meine Mutter hat mir erzählt, dass ich als Kind immer wie irre getanzt habe. Na, dann würde ich sagen, du bist sowas wie ein Naturtalent. Dann, Paul, kann ich mal kurz sprechen? Ja, was ist denn? Ich möchte mich bei dir entschuldigen für das, was ich gestern gesagt habe. Ja, und? Echt? Ich will mich nicht als Mutter aufspielen. Ich möchte dir nur helfen. Ja, okay, können wir später weiterreden? Aber es bleibt bei unserem Mathe-Termin heute Nachmittag? Ja, doch. Ich wollte nur fragen, ob du nachher zur Probe kommst. Ja, klar, wann denn? Um 4. Okay, ich bin dabei. Aber da wollten wir doch Mathe lernen. Morgen, na, gut geschlafen? Sag mal, wollen wir nicht Frieden schließen? Wo ist mein Müsli? Da, wo es immer ist, auf dem Schrank. Ja, da ist es ja wohl nicht. Das darf echt nicht wahr sein. Nichts ist mehr an seinem alten Platz. Verdammt noch mal! Ey, bitte keine Flüche am Morgen, ja? Hast du den Kaffee irgendwo gesehen? Nee, wahrscheinlich ist er am Backofen, damit er sich nicht erkältet. Wenn du die Schmalfuß jetzt nicht feuerst, ist es endgültig aus zwischen uns. Moment, Moment. Jetzt schauen wir erst mal, ob dahinter nicht ein vernünftiges System steckt, ja? Yes. Soll das etwa heißen, die darf sich hier alles erlauben? Na, was habe ich gesagt? Da ist er ja. Frau Schmalfuß hat den Kaffee direkt unter der Kaffeemaschine platziert. Das nenne ich Systemoptimierung. Und ich nenne das nicht erlaubte Einmischung in meine Privatsphäre. Hey, was machst du denn da? Du kannst nicht einfach wieder alles umräumen. Doro, ich schlage vor, wir frühstücken und dann reden wir in Ruhe. Hm? Für mich gibt's ja nichts zu reden. Jetzt hör mal zu. Die Entscheidungen hinsichtlich dieses Haushaltes treffe immer noch ich. Weißt du, was du bist? Ein Tyrann. Übrigens, du hast aber nichts dagegen, dich mit 10% deines Taschengeldes an Frau Schmalfuß zu beteiligen. Schließlich räumt sie ja wohl auch deinen Dreck weg. Paul, es tut mir leid. Das sächsische Königshaus hat dir zum Einstand leider kein Glück gebracht. Im Gegensatz zu deiner Schwester. Einmal ist kein Mal. Du hast ja beim nächsten Test noch mal eine Chance. Danke. Thank you.
Was ist euer Werk? Ich weiß gar nicht, was du hast. Zeig mal. Ist doch gut getroffen. Wisst ihr was? Ihr seid so richtige Schweine. Ich muss Ihnen gestehen, dass wir das Anschauungsmaterial für unseren Biologieunterricht zum Teil selber produzieren, erfüllt mich mit einem gewissen Hochgefühl. Ja, Sie sagen es. Und wie wollen wir jetzt mit unserem kostbaren Kürbis vorgehen? Schließlich haben wir nur den einen. Ich dachte, wir teilen ihn. Anhand der einen Hälfte würde ich gewissermaßen am lebenden Objekt das Innere des Kürbisses darstellen. Ah ja, und was ist mit der anderen Hälfte? Nun, die wird der Kollege Wolfert für sein historisches Kürbiskompott verwenden. Das heißt, der Kürbis ist total verplant? Bitte, darf ich Sie an unsere Abmachung erinnern? Ich brauche ihn für die Volumenberechnung. Natürlich, meine Liebe. Wo haben Sie unser gutes Stück eigentlich? Ich? Ja, wollen Sie damit sagen, Sie haben ihn etwa nicht aus dem Schulgarten geholt? Nein, wie kommen Sie denn darauf? Ganz einfach, er ist nicht mehr da. Guck mal, hier sind zwei Freundschaftsbänder drin. Ich schenke dir eins. Danke, so einen Schnickschnack kann ich im Moment nicht gebrauchen. Sorry, war bloß nett gemeint. Ich kann auch wieder gehen. Hey, du bist ja die reinste Mimose. Liegt dir die Schmalfuß immer noch so im Magen? Mein Vater will sie fest einstellen. Und weißt du, was die Härte ist? Was denn? Ich soll sie von meinem eigenen Taschengeld bezahlen. Wie bitte? Ja, zum Teil jedenfalls. Das ist doch ein Joke, oder? Nein, der meint das im Ernst. Die Frau muss weg. Die mischt sich in alles ein. Die ganze Küche hat sie umgeräumt. Kenn ich. War bei meiner Mutter genauso. Außerdem versucht sie, sich bei meinem Vater einzuschleimen. Die ganze Wäsche hat sie gewaschen und dann hat sie ihn auch noch bekocht. Hier, Herr Doktor. Da, Herr Doktor. Vielleicht ist sie ja scharf auf deinen süßen Alten. Ich meine, so ein Zahnarzt ist doch eine Bombenpartie. Oh Gott, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Ich glaube, wir müssen bei der Tussi dringend die Notbremse ziehen. Ich fürchte, das wird nicht so einfach. Lass mich mal überlegen. Am besten wäre es, wenn dein Vater sie einfach rausschmeißt. Und wie willst du das schaffen? Vielleicht sollten wir eine Stinkbombe in ihre Putzmittelchen mischen. Und du meinst, dass das hilft? Ach Gott. Nee, warte mal. Wie wär's, wenn wir deinem Vater im Namen von Frau Schmalfuß was ganz Besonderes kredenzen? Hallo zusammen, was gibt's Neues von Zweistein? Diebe. Was denn schon wieder? Hat jemand Küppis Fische geklaut oder die Dosenöffner von Herrn Pasulke? Wenn mein Bruder was ausgefressen hat, probiert er besonders witzig zu sein. Was soll ich ihn gefressen haben? Mein Kürbis ist verschwunden. Meinst du den aus dem Schulgarten? Warum sagst du mir das? Johannes sagt, du hättest mit ihm gewettet wegen irgendeines Kürbiswettbewerbs. Na und? Ich pack sofort den Kürbis raus. Hey, lass los, ich brauch deinen dummen Kürbis nicht, ich hab selber einen. Okay, dann zeig ihn uns. Ja, das hättet ihr wohl gerne. Klaut ihn und macht damit den ersten Platz. Hör auf zu quatschen und drück ihn endlich raus. Nix da. Sonst sagt ihr noch, es wäre eurer. Unserer ist markiert. Das kann ja jeder sagen. Okay, du hast es nicht anders gewollt. Setz du dich mal bitte auf die Beine. Nichts, das ist zwei gegen eines. Unfair. Clown ist noch unfairer. Gehst du mal bitte ans Telefon? Das ist wahrscheinlich unsere Mutter. Hallo, hier ist Silvia. Kevin und Johannes können gerade nicht. Ja, ich sag ihnen Bescheid. Was ist denn los? Ihr sollt essen kommen. Es gibt einen Topf. Hä? Was? Kürbis-Eintopf. Und ich bin auch eingeladen. Komm, wir fangen an. Hey, was ist denn los? Bist du festgewachsen? Nee, ich hab halt nicht so gute Laune. Das ist deswegen Paula. Nee, nicht nur. Ich habe heute eine Geschichte bei Wolfert eine 6 bekommen. Und Max und Hendrik nerven mich auch schon die ganze Zeit. Komm, da ging es tanzen das Beste. Weißt du, was ich gemacht habe, als ich damals bei der Prüfung zur Ballettschule durchgefallen bin? Nee. Ich habe getanzt, bis ich umgefallen bin. Und nächste Woche ist wieder so ein Vortanzen. Ach, deswegen gibst du die ganze Zeit wie besessen. Ich träume davon, einmal den Röschen zu tanzen.
Aber du darfst es niemandem sagen. Versprochen. Was ist? Tanzen wir? Nötig, Herr Doktor. Gern geschehen. Vielen Dank. Ja. Ja. Also, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Das Essen steht wie immer im Ofen. Wie immer? Ja. Ach, Sie müssen mir übrigens bei Gelegenheit unbedingt Ihr Lieblingsgericht verraten. Ich esse eigentlich alles, nur keine Oliven. Ja. Ja. Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. Ja. Ja. Auf Wiedersehen, Kinder. Ah. Hallo, die Damen. Dore, ich muss gleich wieder in die Praxis. Wir müssen nachher aber noch ausführlich miteinander reden. Anna kann ruhig dabei sein. Wie wär's, wenn wir nachher alle zusammen essen? Frau Schmalfuß hat doch sicher schon alles vorbereitet. Ja, einverstanden. Gute Idee. Gut, bis nachher. Okay, erstmal müssen wir diesen Drachenfraß beseitigen. Kohlrouladen mit Kümmel? Das hat sie meiner Mutter auch ständig aufgetischt. Okay, ich fange schon mal an auszupacken, ja? Nicht, dass wenn dein Vater kommt, wir noch nicht fertig sind. Okay, Blätterteig. Oliven. Grünkohl. Und die Zwiebeln. Dodoro? Wir haben den Knoblauch vergessen. Haben wir nicht. Hier, hilft garantiert gegen Schmalfußvampire. Ich hätte echt gedacht, das Ding wäre futsch. Ich glaube, das ganze Preisgeld zur Suppe verarbeitet. Wie kam es überhaupt auf die Idee, ihn in der Speisekammer zu verstecken? Hier denkt wohl keiner an das Naheliegende. Ihr hättet doch sicher nicht in der Speisekammer gesucht, oder? Trotzdem war es eine Riesenschweinerei, das Ding zu klauen. Eigentlich müsstest du Kevin fast dankbar sein. Wieso das denn? Naja, hätte er den Kürbis nicht geklaut, hätte ihn sich Guppi oder die Galbitz geholt. Irgendwie hast du recht. Genau. Und dank meiner Mithilfe kann der Kürbis jetzt an dem Wettbewerb teilnehmen. Also wenn es euch nicht ausmacht, ich gehe dann schon mal. Hey, spinnst du? Wenn einer mit dem Kürbis zum Wettbewerb geht, bin ich das. Augenblick mal, Jungs. Wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich die Dritte. Ich gehe. Du? Warum nicht? Der Kürbis gehört genauso wenig dir wie dir. Er gehört der Schulgarten-AG. Stimmt. Wo sie recht hat, hat sie recht. Und als Vertreterin der Schulgarten-AG werde ich mit diesem Kürbis am Seelitzer Laubenpieper-Wettbewerb teilnehmen. Guck nicht so blöd. Helft mir lieber tragen. Was wird aus unserer Wette? Ich schlage vor, ihr seht beide einen Monat lang kein Fern. Und was machen wir mit dem Preisgeld? Also, wenn wir wirklich gewinnen, dann... Dann? Einverstanden. Bravo. Mit der Nummer könnt ihr im Zoo auftreten. Oh, wir haben sie gar nicht gesehen. Entschuldigung. Na, bei mir braucht ihr euch nicht zu entschuldigen. Da wüsste ich eine bessere Adresse. Und wenn ihr demnächst wieder als Affen auf Schloss Einstein unterwegs seid, vergesst eure Bananen nicht. Mann, hab ich einen Bärenhunger. Ihr auch? Ja. Und du? Ja, ziemlich. Was sieht denn dein Programm heute vor? Erst Diskussion und dann Festbankett oder umgekehrt? Also offen gestanden, möchte ich erstmal was essen. Wie du willst. Ja, was gibt's denn? Keine Ahnung. Du kennst dich doch mit den Kochkünsten der guten Schmalfuß am besten aus. Also bei uns gab's meistens Kohlrouladen. Ja, dann kann's ja losgehen.
Wollt ihr nicht aufdecken? Och, das überlassen wir heute gerne dir. Schließlich wurde es ja ganz speziell für dich gekocht. Ja. Ist was, Papa? Nein, ich hab mich nur verschluckt. Ja, das sieht ja lecker aus. Oh, da hat sich Frau Schmalfuß ja diesmal selbst übertroffen. So, ihr Lieben. Kopf oder Schwanz? Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für dich tun? Ich würde mich gern zur Aufnahmeprüfung anmelden. Dann darf ich dich bitten, hier dieses Formular auszufüllen und von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben wieder hierher zu schicken. Anschließend laden wir dich zu einem Vortanzen ein. Geht das nicht auch ohne Unterschrift? Leider nein. Kann man das auch zu zweit machen? Zu zweit? Naja, ich habe mit jemandem etwas zusammen einstudiert. Aha, sozusagen ein Pas de deux. Ja, ich nenne es Don Rösel meets Prinz. Naja, dann müsste dein Prinz, ja, hallo? Ein Moment, Dieter. Dann müsste dein Partner ebenfalls ein Anmeldeformular ausfüllen und wieder unterschrieben hierher schicken. Und was ist, wenn er hier gar nicht aufgenommen werden will? Das Formular brauche ich trotzdem. Allerdings braucht er keine Unterschrift der Eltern. Ja, hallo, Dieter? Ja, hallo. Du, ich wollte was mit dir besprechen. Bevor wir die einzelnen Programmpunkte für unseren Projekttag abstimmen, Kolleginnen und Kollegen, muss ich Ihnen eine traurige Mitteilung machen. Um Gottes Willen, wer ist denn gestorben? Der Kürbis. Er ist weg. Oh nein. Oh doch. Ich bin davon ausgegangen, dass die Kollegin Gallwitz sich darum kümmern wird. Ich dachte, Dr. Stolberg hat ihn geerntet. Wie auch immer, ich finde, wir sollten unverzügliche Nachforschungen anstellen, wo sich denn die Drahtzieher des Schulkürbisdiebstahles verstecken. Ja, das hat doch Zeit bis nach dem Projekttag, oder? Ja, das sehe ich genauso wie du. Kürbisse lassen sich doch in dieser Jahreszeit auch käuflich erwerben. Vielleicht sollten wir einfach einkaufen gehen. Herein. Entschuldigen Sie die Störung, aber wir müssen mal kurz was abgeben. Kinder, jetzt nicht bitte. Aber es ist wichtig. Ja, wo kommt denn der Kürbis auf einmal her? Aus dem Schulgarten. Aber ich hab doch gesagt, er ist verschwunden. Nein, ja. Mein Bruder hat sich ihm ausgeliehen. Ausgeliehen. Aber natürlich haben wir ihn rechtzeitig wiederbekommen. Und dann sind wir mit dem Kürbis zum Wettbewerb gegangen. Und haben den dritten Preis gewonnen. Und von dem Preisgeld haben wir dann lauter Kürbisse für den Projekttag gekauft. Die sind im Foyer. Mein Bruder passt auf, damit sie nicht auch noch verschwinden. Das ist sehr umsichtig. Ja, wo warten Sie noch? Der Projekttag ist gerettet. Normalerweise würde man den Kürbis in ein Wasserbecken legen, um sein Volumen anhand des verdrängten Wassers zu berechnen. Aber für den hier bräuchte man eine Schwimmhalle. Ein Kürbis steht im Garten auf einem Bein. Er kann es kaum erwarten, dabei zu sein. Faszinierend, wie kunstvoll das Innere des niederliegenden, ganzhäusigen, gemeinen Feldkürbisses unserer Breiten ausgebildet ist. Ha! Ja! Ob der mittelalterliche Mensch diese Form des Kürbis, die wir heute hier haben, damals schon kannte oder nicht? Das ist hier die Frage. Na, wie war's? Kann dir doch egal sein. Komm, erzähl schon. Das Stück, das ich mit Paul tanze, heißt Don Rösel meets Prince. Hey, geiler Titel. Ich freue mich ja so, wenn er... Kann ich dich mal alleine sprechen? Ich gehe ja schon. Hier, kannst du das bitte ausfüllen, damit wir nächste Woche zusammen vortanzen können? Ja, danke, aber... Ich habe auch schon einen Namen für unser Stück. Rate mal. Ich wollte sagen, ich höre auf zu tanzen. Total genial. Alles ist, alles ist. Oh,
Leute, keine Panik. Ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.